So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir haben gerade schon angefangen und zwar geht es jetzt los mit dem Rückentraining mit der Mascha zusammen. Wir machen heute Rücken und ich glaube nur Rücken. Vielleicht noch Bizeps hinterher oder Bauch, aber das mache ich immer so ein bisschen spontan, weil eigentlich nicht jeden Muskel einzeln. Genau. Ich nicht. Auf geht's. Alles schon 80 Geräte. Hier befinden wir uns im Five Star in Langenfeld. Ist auch eine kleine Kette. Ich kann das vorher nicht und habe hier das Privileg, drehen zu dürfen und auch in der Corona-Zeit trainieren zu dürfen. Ja, das Studio ist bestens ausgestattet. Man hat immer so seine Lieblingssachen. Ich habe hier noch Rücken noch gar nicht trainiert bisher. Das ist also das erste Mal heute. Beine habe ich sehr viel trainiert, hier Brust, Schultern, also eigentlich alles andere bis auf Rücken. Und ja, heute werde ich mal die ganzen Rückengeräte hier testen. Vor allen Dingen die Sachen, die ich sonst jetzt, sage ich mal, in der anderen Schule nicht stehen habe. Ne? Also hier sind die Griffe echt ein bisschen beschissen. Handgelenk, wie du gerade schon gesagt hast. Da ist es schwierig zu halten. Also der Winkel ist einfach so ein bisschen von der Halterung her nicht so der beste. Aber sonst eine geile Maschine. Arbeitssatz. Bei der Maschine brauche ich gar nicht so viel Gewicht. Hier gucke ich, dass ich schön in der Spitzenkontraktion reinkomme. Und ich muss aber sagen, die gefällt mir von der Hammer Swench Variante deutlich besser. Weil der Winkel ein bisschen besser ist. Ist aber vielleicht auch Geschmackssache. Hier hast du die Spannung mehr oben drin. Also du hast ja so diesen intensivsten Punkt direkt am Anfang, wenn du rausziehst. Und das hast du halt bei der Latzug-Variante, bei der Hammerswench, ist es halt nicht so, ne? Ist ein kleiner Unterschied halt einfach. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Nur wenn man jetzt ein bisschen länger trainiert, dann achtet man auf solche Kleinigkeiten halt. Ja, was vor allem wichtig ist, dass man halt bei der Übung generell oben in die Dehnung reingeht. Ja. Was viele halt nicht machen, also dass man die Arme wirklich komplett streckt und dass auch das Schulterblatt hinten von der Wirbelsäule weggeht. Dass man das dann zusammenzieht auch. Also es ist nicht nur eine Armübung, ne, sondern eine ganz Oberkörperübung. Also die meisten machen ja tatsächlich nur das hier. Was für eine Armübung? Das ist eine Rückenübung. Ja, aber die meisten machen ja dann eine Armübung draus. So. Die machen ja nur das. Ja, ne? Okay. Aber es ist ja ein nach vorne oben, hinten unten. Auch vom Schulterblatt her. Ne? Maschine scheiße. Jetzt bist du ehrlich. Ja, ihr wisst, ich bin immer ehrlich. Das ist überhaupt nicht mein Favorit. Auch wenn ich hier sehr viel gelobt habe. Die Maschine ist scheiße. Sorry, Sascha. Aber die kannst du rauswerfen, die Maschine. Wenn ich das sage, als Rückenspezialist. Nee, das ist einfach komisch zu halten. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ne, vom Winkel her. Hier dieses ganz schräge. Du hast vom Handgelenk her. Du hast geht einfach, gar nicht. Du kannst halt, diese Übersetzung ist dann, wenn ich hier 60 Kilo auf der Seite drauf habe, keine Ahnung, entweder hast du solche Mörderunterarme wie Flex Lewis, der es vielleicht nicht braucht, aber
Du musst dich dann zu sehr auf Festhalten konzentrieren. Und das ist bei mir nicht bei Rücken Sinn der Sache, sondern ich will wirklich aus dem Rücken arbeiten, dass ich mich gar nicht, klar, man muss immer festhalten, aber dass ich mich nicht mehr auf Festhalten konzentriere als auf den Rücken. Ne? Das muss, solltet ihr mal mit beachten, weil ich will den Rücken ja ansteuern. Ich gucke, dass ich meine Unterarme so stark anspanne, um das, oder die Handgelenke, beziehungsweise die Hände so fest zusammendrücke, um das Ganze zu halten. Ne? Klar spüre ich es trotzdem gut. Das merkt man auf hohem Niveau natürlich. Ne? Nächstes Gerät. Ja, erst mal kurz abbauen, bevor es hier Ärger gibt. Also, war das 25, ne? Ja. Ja, hier ist es hier so eine Maschine. Habe ich noch nie gemacht bisher. Braucht meiner Meinung nach auch nicht viel Gewicht. Das ist keine Maschine, wo man jetzt hier auf Maximalkraft geht. Ist für mich wieder sowas, wo man gut den unteren Rücken mit an, ach, den unteren Rücken, den unteren Lattansatz mit anspannen kann. Das heißt, ich gucke, dass ich hier gerade so von der Griffbreite her drankomme. Dass ihr wirklich auch die Dehnung mit drin habt. Und dann packe ich hier wieder im Untergriff, einfach um explizit den unteren Lattansatz zu treffen oder so gut wie möglich zu treffen. Weil, also ich sag mal, Rücken ist meine Stärke normal, aber das, woran man jetzt meckern kann, ist bei mir so, dass er noch tiefer anfangen kann, der Latt halt. Ne? Ist auch bei allen so. So, wenn man jetzt nicht so ein Latt hat wie ein Kai Greene, wo der Latt auf gut Deutsch gesagt, schon im Arschbereich anfängt, dann kann man ja immer dran trainieren. Ne? Deswegen mache ich hier sehr viel im Untergriff. Gerade bei den ganzen Ruderübungen. Oder auch lange Kilo, dann mache ich zum Beispiel auch im Untergriff. Immer, wie gesagt, mit Fokus auf den unteren Lattansatz. Ich brauche auch ganz schnell, ganz dringend, ganz viel unteren Lattansatz. Hier den dicken Latt hat, ne, dann ist das super, dass er so breit greift. Und ihr könnt jetzt auch sehen, ne, der lässt immer das Schulterblatt komplett vor und dann arbeitet er um den ganzen Wirbelsäule drumherum. Also er nimmt die ganze Schulterblatt und zieht es nach hinten zusammen. Ja. Die meisten hören halt hier unten schon auf. Gut, der kommt jetzt auch. Willst du auch mal trainieren? Wenn man jetzt hier so kontrolliert trainieren will, dann macht hier auch etwas weniger Gewicht einfach Sinn. Wie gesagt, es sind keine Übungen, wo man Gewicht verballert, sondern das sind wirklich, klar, den Zielmuskel soll man immer treffen, aber wo man sich besonders extrem auf den Zielmuskel konzentriert, da reichen dann auch schon 20, 30 Kilo pro Seite. Da mache ich dann gerne so Sachen wie in der Spitzenkontraktion eine Sekunde zu halten und so weiter, um noch mehr Blut reinfließen zu lassen. Ne? Also sind es für mich nicht so Sachen wie schweres Rudern am Turm zum Beispiel, schweres Rudern am Turm im engen Griff oder schweres Langrudern, kurzes Rudern. Da fällt sich auch mal gerne ab, nimm mehr Gewicht und ich treffe trotzdem den Muskel super. Aber hier so ist das jetzt, wenn ich hier viel Gewicht nehme, dann reiße ich wahrscheinlich mehr aus dem Arm raus. Das ist wahrscheinlich den Fehler, den die meisten machen und warum der Rücken nicht wächst. Ne? Also ich muss sagen, wenn ich jetzt oben greife an dem Schmäleren, spüre ich es viel mehr. Komme ich auch besser da an, wo es hin soll. Ja. Doch nicht so scheiße. Ja, ist halt immer, ne? Hier, wie gesagt, verschiedene Griffe. Ist klar, wenn man jetzt den oberen anpackt, dass dann immer den oberen Teil vom Rücken anschaut. Ja, ich spüre das einfach besser. Das ist eine Maschine, die finde ich scheiße. Keine Ahnung, neumodische Kacke. Fängt schon super an, das Video. Zwei Maschinen, die erste fand ich scheiße. Was machen wir hier eigentlich? Ist ja mal aufhören zu drehen. Was die meisten falsch machen im Rückentraining ist, dass sie die Ellenbogen zu weit nach hinten nehmen. Also sie sind vor der Körperlinie und nicht hinten. Okay, wir machen das jetzt auch nicht so deutlich,
Aber geht auch nicht bei der Muskelmasse, ne? Der kommt da gar nicht hin. Er hasst es, wenn ich ihn kuschel beim Trainieren. Oder berühre. Ich muss ihn einmal einringen. Hä? Ich muss ihn einmal einringen auf den Rücken. Ja. Oh, ich lasse es draußen. Kurzer Break. Ist wieder derselbe. Atme mal ein. Aus. Das war's schon. Alles gut? Lebst du noch? Ich hasse das. Vor allem, wenn der Wirbel irgendwie in der Brustkorb irgendwann nicht richtig drin ist oder so. Und ich dann nicht mal richtig atmen kann. Rippe, Schatz. Rippe. Rippe. Scheißegal, die Leute wissen, was ich mache. Das, was weh tut. Das, was weh tut. Sollen wir jetzt noch einen machen oder was anderes? Ja, noch was anderes. Gut. Also dritte Übung fand ich auch scheiße. Aber gleich kommen die Guten. Ich hab sie ausgesucht. Jetzt kommen die Guten. Das ist für mich extra, wenn ich noch mehr Gains kriege. Komm, ich brauch den ganzen Bottich Kohlenhydrate immer während des Trainings. Wo ist der Knochen? Fast ein Kilo. Hol mir den Knochen. Der Buddy hat seinen Knochen verloren. Wo ist der Knochen? Oh. Ich muss weniger machen, weil jetzt kriege ich wieder Ärger. Richtig ballern. Weiß gar nicht, Fremdwerbung dürfen wir jetzt Werbung machen. Die sponsern mich gar nicht. Climax. Aber die Zukünfte sind cool. So meine Standardübung. Wie gesagt, keine Schnörkeleien mit reinnehmen, einfach die Basics. Aber wenn man halt in so einem Studio ist, will man natürlich auch das mal ausprobieren, was man zu Hause nicht hat. Aber das Altbewährte ist doch immer am besten, muss man halt so sagen. Im Engrudern, habt ihr gesehen, ich habe auch abgefälscht schon als mögliche. Das ist für mich so eine Übung fürs Grundfundament. Schweres, enges Rudern, schweres Kurzhantelkreuzheben, schweres Kurzhantelrudern, Entschuldigung, Langhantelrudern und schweres Kreuzheben. Das sind so für mich so die 3-4 Übungen, die mein Rückenfundament aufgebaut haben. Das sind so die klassischen Basics, das bleibt auch dabei. Klar, es gibt auch viele einzelne Sachen, die wichtig sind, um mehr Details auszuarbeiten, aber da müssen die meisten aber nicht hin. Das sind so, wie gesagt, meine 4
Grundübung, die ich jetzt über 10 Jahre hinweg durchgehend gemacht habe. Mittlerweile nicht mehr ganz so viele, weil ich muss auch jetzt gucken, dass mein Rücken hat schon gut viel Fleisch, dass da auch noch mehr Details ausgearbeitet werden. Klar, Fleisch kann man nie genug haben, aber jetzt sind auch noch andere Dinge wichtiger. Nur über die ersten Jahre, oder die ersten 10 Jahre, habe ich mich fast nur darauf konzentriert, Fleisch drauf zu bekommen. Ne? Deswegen diese schweren Grundübungen, gerade mit sowas mit Rudern, also enges Rudern am Turm, was ich gerade gesagt habe, ist für mich so das Effektivste. Schweres Gewicht wirklich, aber ich, auch wenn ich abfälsche, sage ich immer wieder dabei, ganz wichtig, treffe ich trotzdem den Zielmuskel, ne? Das ist der Unterschied. Das heißt, ich fälsche nicht einfach nur ohne Sinn und Verstand ab, sondern auch wenn ich da jetzt gerade 150 Kilo gerudert habe, habe ich noch den Rücken getroffen, ne? Und habe so einen Punkt da drin jetzt. Genau. Eigentlich ist es immer so die Übung, die ich fast zum Beginn gemacht habe, ja, weil es auch so eine der schwersten Übungen war, ne? Also meistens war es bei mir immer so, erste Übung Kreuzheben, zweite Übung Langhantelrudern, dritte Übung enges Rudern am Turm und dann halt ja, so Sachen wie Latzien und sowas. Ne? Genau, also eigentlich ist, was die meisten falsch machen, haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, die Ellbogen müssen eigentlich nach vorne zum Körper und nicht nach hinten. Weil umso mehr ihr die vorne habt, werdet ihr merken, desto schwerer wird es für euch, weil ihr umso mehr den Latt trefft. Das heißt, wenn ihr wirklich so rauszieht, ihr könnt gar nicht wirklich abfälschen. Das Problem ist, die meisten ziehen so weit nach hinten, weil sie so viel Gewicht verwenden. Ne? Und dann treffen die beiden Trapez oder alles andere, aber nicht hier den Latt. Das heißt, Zielmuskel ist hier, arbeitet der Zielmuskel. Das ist der Bereich, sieht man ja auch. Ja, wie gesagt, die meisten bewegen einfach zu viel Gewicht oder wollen zu viel Gewicht bewegen, schaffen es dabei dann aber nicht kontrolliert und sauber zu arbeiten. Ne? Ich fälsche ja auch gerne mal ab, aber wie gesagt, bei mir ist das Abfälschen, ich komme trotzdem am Zielmuskel. Für einen Anfänger ist es nicht ratsam, so abzufälschen. Also ich habe auch immer mal viel Schwung benutzt, viel Gewicht. Kann man ja auch machen. Aber jetzt ist bei mir halt auch nicht mehr Fleisch, sondern mehr Qualität reinzubringen und dann mache ich alles mit weniger Gewicht und einfach sorgfältiger noch. Ja. Wenn man einfach darauf achten sollte, ist wie gesagt mit den Ellbogen. Und das merkt man sofort, sobald ihr die Ellbogen vorne habt, ihr werdet auch gar nicht mehr so viel Gewicht bewegen können, aber ihr werdet so einen Pump im Latt haben. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und dann, wie gesagt, wie ich immer sage, um das Ganze zu forcieren, noch so 1-2 Sekunden in der Spitzenkontraktion. Das heißt, wenn ich runtergehe, Ellbogen nach vorne mache, auch mal so runterhalten und das bei jeder Wiederholung, dann merke ich das selbst hier bei den 50 Kilo schon extrem. Ne? Bei mir sieht man das jetzt nicht ganz so gut. Irgendwann, wie hat der Ronny Rückklemmer gesagt, vor einem Muskel ist kein zweiter sein. Und also irgendwann behindert das natürlich auch einfach. Ne? Das heißt, die Bewegungsfähigkeit, der Bewegungsradius ist da so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Ich merke das halt schon, als ich damals 30, 40 Kilo weniger hatte, du bist halt ein bisschen mobiler einfach überall. Auch wenn ich mich jetzt dehne, ne? Ist halt einfach so. Heißt nicht, dass man unbeweglich sein muss oder werden muss, aber es macht schon einen Unterschied. Deswegen war es jetzt einfacher an der Masche zu sagen, als wenn ich es jetzt an mir gezeigt werde. Ne? Weil bei mir ist es halt, wie gesagt, nicht mehr ganz so flexibel, sehen, mobil, ne? Und ja, viel Fleisch schon. Da, und dann sieht man es einfach auch nicht. Ja. Bisschen wenig an von Rücken. Weil von Rücken habe ich schon immer so 5 bis 7 Übungen gemacht, A4 Sätze. Also ich kam schon teilweise auf 30 Sätze so im Rückentraining. Muss ein bisschen nach dem Körpergefühl gehen. Ich merke das halt, wenn irgendwann so voll ist, dass nichts mehr geht, dass ich mich irgendwo behindern bringe, dann reicht das natürlich auch. Ne? Das ist natürlich auch mal ein gutes Zeichen, wenn ihr einen guten Pump habt, dass die Nährstoffe da ankommen, wo sie ankommen soll. Thank you.
ist jetzt wieder wichtig, dass man in die Vordehnung geht. Also dass man hier oben wieder die Schulterblätter nach oben ziehen lässt und dann wieder nach hinten unten zieht. Wichtig ist auch, dass man im Hohlkreuz steht. Also wenn man jetzt sowas macht und viele machen dann sowas, das bringt nicht so viel. Oder machen sowas, das bringt auch nichts. Sondern das soll ja auch im Rücken ankommen. Arme bleiben konstant immer gleich gebeugt. Ja, so spürt man das auch. Das schneiden wir nicht raus. Das sind die ganzen Kohlenhydrate. Für mich hintere Schulter nach dem Rücken bringen. Noch nie gemacht. Das war es jetzt mit dem Rückentraining. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War jetzt mal ein bisschen anders als sonst, wie gewohnt. Wie gesagt, ich habe so ein paar Schnickschnackübungen mit drin, die ich sonst regulär nicht habe, weil ich sie einfach im Studio nicht habe. Also das Studio in Langenfeld ist bomben ausgestattet. Wer hier aus dem Gymnasium kommt, kann ich gerne mal ein Probetraining machen, sobald die Studios wieder öffnen. Ich hoffe, dass es jetzt zeitig soweit ist. In diesem Sinne wünsche ich euch auch viel Spaß. Lasst einen Kommentar da, wer mich supporten will, bei MPKevin10 und bei SmiloDogsGepa10. Viel Spaß, bis zum nächsten Video. Ciao. Bei SmiloDogsGepa10. Viel Spaß.